präsentiert von der BKK-Gildemeister Seitensticker. Und jetzt möchte ich Sie noch mal einmal alle hören. Die beiden Teams haben alle Unterstützung von Ihnen zu gebrauchen. Auf geht's ins kleine Finale. Ab geht es in das Spiel um Platz 3. Ganz ehrlich, es gibt für beide Mannschaften dankbarere Aufgaben als diese Partie hier. Denn beide hätten natürlich gerne in ungefähr einer halben Stunde gespielt. Und jetzt, aber jetzt sind sie Sportler genug, um dann auch nochmal alles zu geben hier für diese Partie um den dritten Platz. Und jetzt gibt es den ersten Spielzug der Stuttgarter. Und ja, so gefühlt Arminia Bielefeld gerade dieses Halbfinale jetzt aus den Knochen bekommen. Werden die Stuttgarter etwas ausgeruhter sein. Mental auch etwas weiter schon wieder. Bielefeld gerade nach riesigem Fight. Also selten erlebt oder lange nicht mehr erlebt, dass die Kasperler Lübbecke so hinter einer Mannschaft stand. Außer mal abgesehen von den Mühlis. Klasse Parade hier wieder. Diesmal Tom Lindberg im Tor der Arminen. Ja, einfach durch den Kampf, durch die Leidenschaft, durch den Fight haben die richtig für Stimmung gesorgt. Und ich glaube schon, dass die sämtliche Benzintanks hier so ziemlich geleert haben gerade in diesem dramatischen Halbfinale gegen den ersten FC Köln. So, die Stuttgarter weiter mit dabei, aber noch hat Tom Lindberg was dagegen, dass die Schwaben hier in Führung gehen, die ja die große Chance hatten, gleichzuziehen mit dem Rekordsieger, mit Hertha BSC Berlin. Wäre der vierte Triumph gewesen, dreimal gewann die Stuttgarter bis hierhin dieses Turnier. Aber im Halbfinale scheiterten sie dann an Borussia Dortmund im 9-Meter-Schießen mit 3:5. Trafen keinen ihrer Versuche. Nächster Schussversuch und das Tor. Ganz genau gezielt. Frederik Schumann, der Nationalspieler, zum 1:0 für die Stuttgarter. Haben jetzt im Spiel um Platz 3 noch mal so ein bisschen die Gelegenheit, zurückzuschauen auf die allgemeinen Themen hier. Freistoßentscheidung von Thomas Peters. Also die 19. Ausgabe in den 18 Turnieren vorher. Über, oder genau können wir es sogar sagen, 2988 Spieler hier auf der Platte gesehen. Peter Slavov hat jetzt einen Co-Trainer im Arm. Ich denke, er wird stolz auf seine Jungs sein, auf diesen Auftritt hier. Also beim Freeway Cup 2988 Spieler auf der Platte. Das heißt, wir haben in dieser Ausgabe den 3000. Spieler gesehen. Unfassbar hohe Anzahl an Jungs, die sich hier vorgestellt haben. Quote, die es wirklich in die erste Bundesliga geschafft haben als Profi. Ich war ca. 3%. Unglaublich hart und der Weg von der U16 in die Bundesliga. Natürlich noch sehr, sehr lang. Aber wir sehen die großen Namen und wir sehen hier das 2:0 durch Leon Üblacker. Stuttgarter Angreifer. Vier Saisontreffer hat er in der Oberliga erzielt, wo der VfB Stuttgart aktuell auf Platz 2 steht. Ansonsten der neue Modus hat für eine etwas lebendigere Vorrunde gesorgt. Mehr Spiele. Oh, hier die große Möglichkeit für Bielefeld und dann scheitert Atakan Kurnaz nochmal. Musste Patrick Schott Kopf und Kragen riskieren.
Neuer Hallensprecher haben wir installiert. Hendrik Frevert hat eine sensationell gute erste Auflage hier gestaltet. Da haben wir noch ein paar treue VfB-Anhänger. In Reihe 1 ganz nah dran. Er wird ziemlich sicher den dritten Platz bejubeln dürfen. Also Hendrik Frevert, klasse Premiere hier gefeiert, hat ja Sebastian Wiese abgelöst und sehr, sehr viel Lob schon gestern bekommen, aber auch heute sicherlich ein Grund, warum wir in diesem Jahr einen vergleichsweise stimmungsvollen Free Cup erlebt haben. Es war die letzten 2 Jahre etwas ruhiger in der Halle. Das hat immer ein bisschen was mit den Konstellationen, mit den Spielen zu tun. Und dieses Jahr hatten wir die Dramatik, die es braucht, die Mannschaften, die es braucht, die Emotionen, die es braucht, um die Halle hier mal wieder richtig zum Kochen zu bringen. Und da hilft natürlich auch ein Hallensprecher und sicherlich mit seinem Verdienst, dass wir hier wirklich in diesen Strich können wir jetzt schon ziehen, ohne das Finale gesehen zu haben. Eine gutklassige Auflage gesehen haben. Es ist so überraschend, dass diese Mannschaften hier weit kommen. Wir haben des Öfteren schon über das Trainingslager der U16-Nationalmannschaft gesprochen in Hamburg. Köln stellte dabei die meisten Nationalspieler, 5 Stück an der Zahl. Sie gleich im Finale. Stuttgart hier im Spiel um Platz 3. Die zweitmeisten mit 4 Spielern und der BVB mit 3 Nationalspielern in La Manga dabei. Okay, da gibt er den 9 Meter. Hier schon drauf. Ja, diskutieren wir nicht drüber. Es gibt 9 Meter. Macht den Kohl nicht mehr fett. Versuch und Ball im Tor durch Stuttgarts Nummer 10, Leonhard Münst. Also Köln, Stuttgart und der BVB stellten die meisten Nationalspieler und diese 3 sind auch, oder bilden, das können wir jetzt schon sagen, die Top 3 dieses Turniers. Ist ganz, ganz selten, dass man das so 1:1 ummünzen kann, aber in diesem Jahr so hingehauen. War doch schon die Mannschaften. Vielleicht zusammen mit Berlin, zusammen mit Wolfsburg mit einer hohen Qualität. Ja, und jetzt zaubern die Stuttgarter hier weiter. Ja, die Arminen sind platt, sind auch von der Moral her einfach ziemlich erschöpft. Ich glaube, sie hätten dieses Spiel um Platz 3 nicht zwingend gebraucht. Für uns ist das allerdings eine sehr gute Nachricht, denn es schafft Regenerationszeit für die beiden Finalisten, denn je fitter die Finalisten gleich so sind, desto hochklassiger kann das Finale werden zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Und von daher soll uns diese Partie nur recht sein. War jetzt zurückgelegt und dann der schöne Treffer nochmal. Bringt den Ball artig mit. Das war Tommaso Sammartino. Wir haben von so ein bisschen drüber gesprochen, wie viele Spieler wir in 18 Jahren Free Cup gesehen haben. Eine beeindruckende Zahl gibt es noch aus diesem Sommer. Ja, ein goldener Sommer für den Deutschen Fußballbund mit Confed Cup Sieg und dem Gewinn der U21 EM. 20 Spieler, also 20 U21 Sieger oder Confed Cup Gewinner aus diesem Sommer standen in Lübbecke auf der Platte. Quasi ein kompletter Feldspielerkader.
absolut beeindruckende Zahl. Also die Hälfte unserer Perspektivmannschaft in Deutschland war hier in Lübeck. Unter anderem Sandro Wagner war hier, Benjamin Henrichs bei Leverkusen, Mitchell Weiser war hier, Jeremy Toljan. Unsere Helden aus dem Sommer. Bielefeld jetzt auch schon ein paar Stammakteure rausgenommen. Jermaine Konzbruch, der fast durchgespielt hat, im Halbfinale zum Beispiel gar nicht mehr dabei. Sicherlich auch die richtige Entscheidung hier, die Jungs auch nicht zu verheizen und zu überlasten. Und Spielern ja nochmal Spielanteile zu geben, die vielleicht noch nicht so viel zum Einsatz kamen. Hier vor dieser Kulisse in Lübeck. Gut gespielt nochmal, aber dann die Mitnahme nicht ganz ideal. Da haben wir die Bank der Bielefelder. Ja, Peter Slavov natürlich, dem ist das Spiel, der Spielstand komplett egal. Der gibt immer Hinweise. Hat doch hier einen tollen Eindruck gemacht mit seiner Mannschaft. Auch er sehr leidenschaftlich, sehr ehrgeizig. Richtig gut unterwegs. Ballbesitz für die Bielefelder nochmal. Oder das 1 gegen 1 nicht die richtige Entscheidung. Waren 3 gegen 2 möglich. Der 624 Minuten beträgt die Netto-Spielzeit. Also das, was wirklich auf der Uhr läuft. Ohne Pausen, ohne Spielunterbrechungen. Das sind über 10 Stunden Fußball. An 2 Tagen werden wir den nächsten Treffer sehen für den VfB. Das wird entspannt zur Kenntnis genommen. Torschütze der Spieler mit der Nummer 2, Serdar Aslan. Also wie gesagt, rein in der Spielzeit über 10 Stunden plus all das, was noch so dazukommt. Der Livestream hier gestern 7 Stunden, heute werden es über 9 Stunden Sendezeit. Riesenleistung vor allen Dingen hier vom Kamerateam, von der Regie, von allen Mitarbeitern hier, von Kamera OWL. Ist schon ein Mammutprogramm, was die hier zu bewältigen haben. Aber es ist eine Aufwertung. Wir haben es uns erhofft am Samstag, als wir, falls Sie schon dabei waren, uns hier begrüßt haben. Und ich glaube, man kann sagen, es ist genau das eingetreten. Die Wiederholung, die Bilder sorgen für das erstklassige Freeway Cup-Erlebnis. Auch an dem Bildschirm zu Hause. Nächster Treffer für den VfB. Dominik Kainic. Vielleicht werden die Organisatoren ein bisschen bremsen, wenn mir die Bildqualität zu gut wird. Dann wird die Halle nicht mehr in 28 Minuten ausverkauft sein, weil es sich auf Sofa genauso gut gucken lässt. Von daher bin ich mal gespannt, wie das Fazit der Organisatoren dann ausfällt hier. 2 Minuten haben wir noch, 6:1. Dieses Ergebnis sollte man schlichtweg nicht mehr überbewerten. Das schmälert den Auftritt der Arminen. Keine Millimeter. Und so ein Stream ist natürlich nicht ohne Hilfe und finanzielle Unterstützung möglich. Und das sehen wir jetzt links im Bild. Die Firma Mittwald hat sich da zur Verfügung gestellt. Und das auch ein Riesenbrett, diese Qualität hier so anzuheben und da wirklich ja, unterstützen. Ohne solch einen Einsatz der Firma Mittwald wäre das hier nicht ansatzweise in dieser Form möglich. Und das sicherlich auch ganz, ganz großes Kino. Und ein Riesendankeschön gebührt natürlich auch da
der Firma Mittwald für diesen Einsatz. So, letzte Minute. Ich möchte sagen, dann hat es Bielefeld geschafft. Und ich hoffe, dass sie von der Halle dann nochmal einen fetten Applaus bekommen, weil sie ihn sich komplett verdient hätten für den Turnierauftritt. Wir gehen noch in den letzten 60 Sekunden noch ein bisschen in die Turniergeschichte beider Mannschaften. Bielefeld mit dem 1:0 Auftakt gegen Werder Bremen, dann gegen Dortmund 1:2 verloren, gegen Stuttgart in einer tollen Partie 3:5, gegen Nürnberg heute auch nochmal eine 1:2 Niederlage und dann gab es die Siege gegen Leipzig, gegen Hannover 2:1 und 4:1 und heute dann dieses dramatische Spiel gegen den 1. FC Köln. Wahrscheinlich das beste Spiel, was wir heute von der Dramatik her gesehen haben. Die Stuttgarter, die hier fast den Schlusspunkt gesetzt hätten. 3:3 gegen Köln, 4:0 gegen Hannover, 5:3 gegen Arminia Bielefeld. Das Spiel hat es schon mal gegeben. Gegen Leipzig dann heute nochmal 6:1. Hamburg 2:1 von der Platte gefegt. Wolfsburg 7:2 von der Platte gefegt. Also sensationelle Ergebnisse auch erzielt. Und dann heute im 9-Meter-Schießen gegen den BVB in einem dramatischen Spiel verloren. Und jetzt setzen sie den Schlusspunkt. 7:1. Leonhard Münz. 9 Sekunden vor dem Ende. Oh, hier nochmal der Ballverlust. Jawohl. Kugel nach vorne. Das war's. Herzlichen Glückwunsch an den VfB Stuttgart zum 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch aber auch an Arminia Bielefeld zu einem grandiosen Turnier. Jetzt gibt es ein bisschen Show. Dann gibt es die großen...